Alle kommen sehr gut weg. Keine Positionsveränderungen an der Spitze. Jörg Schramm allerdings, er verliert bereits zwei Plätze. Die Nummer 21 Robert Lechner vor der Nummer 9 Timo Rumpfkeil, vor der Nummer 3 Thomas Mutsch und vor Nummer 7 Michael Herich. Es folgt mit Nummer 20 Michael Schröter. Robert Lechner hat leichten Vorsprung. Diesen kann er allerdings nicht ausbauen, denn Nummer 9 Timo Rumpfkeil bleibt ihm auf dem Fersen. Mutsch ist an Position 3. Dann die ersten Ausfälle. Abflug von Nummer 26, Patrick May. Er landet im Kiesbett. Und eine Pirouette von der Nummer 8, Patrick Rauscher. Kürzt das Feld an, dahinter Lechner und Michael Schröter fast gleich auf. Und Thomas Mutsch, der hat sich vom 9. Startplatz aus nach vorne geschoben, bis auf die 4. Position bereits. Also, die Spitze, Jährich. Das gelbe Auto vor dem Teamkollegen Robert Lechner, ebenfalls in Gelb und etwas Abstand hin zu Michael Schröter, zum jungen Dänen, der das grüne Auto pilotiert. Und Sie sehen es, sehr, sehr starker Regen, sehr viel Gischt und logischerweise eben die schlechte Sicht. Lechner, Robert Jährich. Hinter Andreas Gülden auf Platz 3, Timo Kluck, Startnummer 1, im fast Mercedes-McLaren-like lackierten Auto, dem Martini. Und im Kampf um die 3. Position, da geht's zur Sache zwischen Timo Kluck und Timo Rumpfkeil. Mit dem besseren Ende für den 21-jährigen Schüler aus Trentwede in der Nähe von Diepholz. Das ist nämlich Timo Rumpfkeil. Die letzte Runde in aller Souveränität für Robert Lechner für die 21. Er führt das Feld an und dies mittlerweile mit einem Vorsprung, der auf mehr auf der 4. Position. Und schauen Sie mal, ein äußerst reuiger Sünder biegt in die Boxenstraße ein, bevor er überhaupt ein Stop-and-Go-Schild gesehen hat. Das war die Situation, glasklarer Frühstart. Da tritt er seine Strafe an, sitzt sie ab und fährt weiter. Im Verfolgerfeld versuchen Michael Schröter, Timo Kluck und Timo Rumpfkeil, das ist diese Dreierformation hier, ein bisschen Boden gut zu machen. Auf der Start- und Zielgeraden alle drei nebeneinander. Rumpfkeil hat sich vom 16. Startplatz aus nach vorne gearbeitet, übernimmt jetzt hier Rang 6 von Timo Kluck. Und hinter ihm bekommt sein Vornamensvetter, nämlich Timo Kluck, Probleme mit den Reifen und mit Michael Herich mit der Startnummer 7. Im weißen Auto, Kluck mit Verbremser und ein Plätzchen nach vorne für Michael Herich. Auf den Plätzen 4 und 5 der 18-jährige Lars Ahrens im gelben Auto. Jörg Schramm dahinter, Startnummer 2. So ganz gleich als kommt das neue Schüler. Um dann in Nachfolge zu treten von vielen, vielen Fahrern, die aus dieser Serie in die Formel 3 hineinkamen. Wir schauen kurz bei der B-Wertung vorbei. Marc Lieb, die 51, vor Sven Heidfeld, der 55, beides auch U24-Talente, versuchen hier den 2. Rang in der B-Wertung unter sich auszumachen.